In den letzten Jahren gibt es einen unglaublichen Spam an Crossover. Verschiedene Reihen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, treffen aufeinander, um den feuchten Traum von Fans wahr werden zu lassen. Das Konzept des Crossovers selbst reicht dabei weit zurück. Comics machen es seit Jahrzehnten, es gibt Crossovers etlicher Serien und selbst bei Spielzeugen ist es gang und gäbe. Was Gaming angeht, sollten jeden von euch tausende Beispiele einfallen. Aber was ist der Grund für Crossover? Geld. Glaubt ihr wirklich, Millionenfirmen lieben euch einfach so sehr? Aber scheiß drauf. Als Spielefans freuen wir uns darüber. Lasst uns also zurückblicken auf die Geschichte der Gaming-Crossover. Die ersten Gastauftritte zwischen Reihen gab es schon früh, doch das erste größere Gaming-Crossover war Konami WayWay World, welches 1988 für das NES erschien. Charaktere aus beliebten Konami-Spielen wie King Kong, Goemon oder Simon Belmont aus Castlevania waren hier spielbar und das Ganze nimmt dabei auch im Gameplay den Stil von vielen verschiedenen Reihen an. Es war ein Liebesbrief der Firma an seine Marken und das Konzept von einem Crossover liegt auf der Hand. Aber dass ein Spiel wie dieses nicht direkt zu den Anfängen des Mediums erscheinen konnte, war logisch. Dadurch, dass Videospiele frischer als andere Medien waren, brauchten die Marken erst noch eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren, damit so ein Crossover bei Fans auch eine Wirkung entfalten kann. Aber ab hier konnte der Crossover-Hype so richtig losgehen. Segas Maskottchen vor Sonic war nämlich Alex Kidd und dieser war damals recht populär. So lag es für Sega also nahe, ein Crossover mit ihm und ihrer Shinobi-Reihe zu machen. Alex Kidd in Shinobi World. Auch Nintendo hat zu dem Zeitpunkt langsam einen Legendenstatus erreicht und so kamen sie auf den Geschmack, ihre Charaktere miteinander zu verbinden. Hier gibt es diverse Spiele, wo Gastauftritte anderer Charaktere zu finden sind. Link's Awakening ist zum Beispiel bekannt für seine etlichen Mario-Elemente, welche über die Spielwelt verstreut wurden. In Kirby's Dream Land 3 kann man Metroids und anschließend auch Samus treffen. In Mario RPG hat man den Spieß umgedreht und man kann Link aus Zelda in einem Bett schlafen sehen und in Tetris für NES kann man am Ende einer Runde die ikonischsten Nintendo-Charaktere von damals beim Instrumente-Spielen beobachten. Link an der Flöte check ich ja, der Junge hat Erfahrung mit Blasinstrumenten. Aber was soll eine Kopfgeldjägerin am Cello? Es ist 3 Uhr morgens, Samus. Die ganzen Gastauftritte, die Nintendo damals eingebaut hat, waren immer super charmant, aber wohl keine vollwertigen Crossover. Konami WayWay World oder Alex Kidd in Shinobi World machten das Crossover halt echt zum gesamten Spielkonzept und was Nintendo gemacht hat, fällt eher in die Kategorie kleine Anspielung, was etliche andere Entwickler ebenfalls machten. Dennoch bleibt eine Sache bei allen Überschneidungen von Reihen gleich. Man lenkt neue Augen auf Marken, die zuvor vielleicht nur Interesse an einer hatten und wirbt so für diese. Es ist bisschen wie bei der klassischen Werbung. Man kann sich noch so sehr einreden gegen diese Immunzustände zu sein, aber es geht nicht darum, Leute direkt zum Kauf zu bringen, sondern mehr darum, gesehen zu werden und die Marke in den Hinterköpfen der Leute zu speichern. Irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo diese etwas veröffentlicht, das einen mehr interessiert und sie fühlt sich direkt vertrauenswürdiger an. In Segas Fighters Megamix kann man das auch gut sehen. Ein Treffen von verschiedensten Sega Arcade-Spielen. Man kann hier sogar gegen ein Auto kämpfen, doch das bleibt nicht das einzige Verkehrsmittel, denn es gibt einen Charakter namens Bahn. Der Witz kommt zu spät. Bei solchen absurden Charakterauswahlen zeigt sich, am leichtesten sind Crossover für Entwickler auf jeden Fall immer, wenn einem Unternehmen direkt mehrere bekannte Marken gehören. Aber schwieriger wird es, wenn sich verschiedene Firmen für ein Crossover absprechen müssen. Mit Battletoads und Double Dragon The Ultimate Team erschien zum Beispiel schon früher ein Spiel, das zwei der damals bekanntesten Beat'em-up-Reihen verschmelzt. Todesschlau, weil die Zielgruppenüberschneidung hier groß sein wird und sich die Reihen gegenseitig helfen konnten, aber natürlich sind Crossover zwischen verschiedenen Firmen komplexer, weil hier jeder will, dass seine Marken akkurat porträtiert werden und man sich teils auf Kompromisse einigen muss. Dennoch wurden irgendwann auch solche Crossover gängiger. SNK vs. Capcom ist hier ein gutes Beispiel. Street Fighter Charaktere wie Ryu und Ken kämpfen hier gegen SNK Charaktere wie Terry und Mai Shiranui. Ein ähnlicher Fall wäre der 3D-Fighter Soul Calibur, wo man Link spielen konnte, mit welchem auch prominent geworben wurde. Dieser war allerdings nur in der GameCube-Version anzutreffen und die anderen Versionen haben ebenfalls passende konsolenexklusive Charaktere wie Heihachi aus Tekken oder Spawn bekommen. Aber niemand juckt sich für Spawn. Die meisten Crossover hat aber wohl wirklich Capcom gemacht. Die haben eine riesige Liste an Überschneidungen mit den verschiedensten Reihen und eine sehr populäre ist Marvel vs. Capcom. Was dieses Spiel nochmal ein Stück besonderer macht als die vorherigen Gaming-Crossover ist, dass die Überschneidung hier mit Reihen stattfindet, die ursprünglich gar keine Videospiele waren und so prügeln sich die Comic-Helden mit denen von Capcom. In Reihen wie Donkey Konga kann man Ähnliches beobachten. Hier trommelst du auf Bongos Songs nach und so sind verrücktere Lieder wie Anime-Intros von Dragon Ball Z zu finden. Eine riesige Reihe, die
dieser Art von Crossovern ist auch Kingdom Hearts. Final Fantasy gemixt mit Disney. Ein irres Prinzip, aber es geht tatsächlich irgendwie auf und ist ehrlich ein Fest mit anzusehen, wie man von Disney-Welt zu Disney-Welt gescheucht wird mit vielen dunkleren Elementen. Final Fantasy hat allerdings auch ein Crossover mit Mario als Basketballspiel. Es tauchen diverse Charaktere aus beiden Reihen auf und bei RPG-Kooperation war sich Mario eh nie zu fein. In Straßen des Glücks wurde zum Beispiel mit der Dragon Quest-Reihe kollaboriert. Kampfspiele bleiben, was das angeht, aber am offensten und so versuchte die Mortal Kombat-Reihe das Marvel vs. Capcom-Prinzip zu übernehmen, aber mit den Superhelden von DC. Hier tritt die Mortal Kombat-Truppe also gegen Stars wie Superman und Batman an. Wenn man schon bei Kampfspielen ist, darf das größte Crossover allerdings nicht unerwähnt bleiben. Super Smash Bros. Anfangs rein auf Nintendos eigene Reihen bezogen, wurde daraus ein riesiger Liebesbrief an Gaming als Medium und gefühlt jede größere Reihe von Drittentwicklern ist hier mittlerweile vorhanden. Das Ganze ist ziemlich ausgeartet und ein unglaublicher Kraftakt, weil so viele Reihen unterschiedlichster Hersteller richtig dargestellt werden müssen, aber ich weiß das Ganze ehrlich zu schätzen und so wundert es wohl niemanden, dass sich schon etliche Entwickler vom Smash Bros. Konzept inspirieren lassen haben. Allen voran Sony, die mit PlayStation All-Stars Battle Royale den Fokus auf ihre eigenen Marken legten und das legendäre Smash Bros. Prinzip mit paar Kniffen abwandelten und dieses Spiel ist bei weitem nicht das einzige. Nickelodeon All-Stars Brawl mit Nick-Charakteren, Multiversus mit Fokus auf Warner Bros. Charakteren oder Brawlout, eine Smash Bros. Abwandlung für Indie-Charaktere. Es gibt noch vieles, vieles mehr und dann auch noch Sachen, die sich ganz anders spielen, wie Jump Force, wo die populärsten Anime-Helden aufeinandertreffen. Gefühlt jeder Bereich der Popkultur hat langsam sein eigenes kleines Smash Bros. Desto weiter wir in die Zukunft voranschreiten, desto mehr Crossover sehen wir. Die Popkultur und Menge an verschiedenen Reihen wird mit jedem Jahr größer und die Grenze zwischen den verschiedenen Medien sind schon lange gesprengt, also kein Wunder, dass sowas wie Fortnite überhaupt stattfinden kann. Fortnite ist die ultimative Müllhalde für Popkultur, aber ich meine das nur im allerbesten Sinne. Es ist super witzig anzusehen, wie in Fortnite alles möglich werden kann. Videospielhelden, gemischt mit Rappern, gemischt mit Comichelden, gemischt mit Popstars, gemischt mit Animes und weiß der Geier was noch. Auf dem Level ist Fortnite wirklich ein Ausnahmezustand in der Gaming-Geschichte und erinnert schon fast an die Auswahl an Charakteren in irgendwelchen von Fans erstellten Spielen mit diesen riesigen Charakterbildschirmen. Es ist aber auch nur logisch. Fortnite zählt zu den populärsten Spielen aller Zeiten und es ist einfach nur gute Werbung für alles und jeden, der ins Spiel kommt. Gleichzeitig zieht Fortnite mit bekannten Marken auch wieder die Aufmerksamkeit auf sich als Spiel. Eine Win-Win-Situation. Crossover sind ein Teufelskreis, von dem jeder nur profitiert, aber es tut wirklich niemandem weh, also warum darüber beschweren? Es gibt auf jeden Fall Fälle, wo man diskutieren kann, wie gut es wirklich ins Setting reinpasst und in der heutigen Medienlandschaft wird es immer weniger besonders. Aber wenn sie sinnig eingesetzt werden, gewinnt jeder. Die Firmen mehr Geld und wir Fans ein Lächeln. Also gebe ich den Firebro-Fans, was sie wollen. Das ultimative Crossover. Yep. Stellt euch mal die Gespräche an diesem Stammtisch vor. Yep.